Hallo, ich bin der Boris. Ich zeige euch heute, wie man ein Seil richtig aus der Verpackung rausholt. Das Seil wird in der Fabrik auf eine Spule aufgewickelt. Und wenn wir das einfach auf den Boden schmeißen und rausziehen und damit losklettern, dann sieht es so aus. Es krangelt furchtbar und das wollen wir ja nicht. Das muss ich noch üben. Deswegen müssen wir das genauso, wie es auf die Spule aufgewickelt wird, genauso wieder abwickeln. Es sei denn, das Seil wurde im Lapcoil-Verfahren so aufgewickelt, dass man das sofort aus der Verpackung rausnehmen kann und losklettern kann. Heute haben wir das Zupa 2 Classic Bergfrauen Edition Seil dabei. Wie mache ich das richtig? Am Anfang schaue ich mir die Banderole genau an und gucke, ob da irgendwelche Tipps draufstehen. Weil es gibt auch Seile, die kann man einfach aus der Verpackung rausnehmen und sofort losklettern. Aber es gibt welche, wo es spezielle Techniken bedarf. Als erstes machen wir hier die Verpackung ab. Wichtig ist, nicht mit dem Messer drauf losschneiden, vorsichtig mit der Schere oder mit dem Kletterfinger aufreißen. Genau, dann in diesem Fall haben wir eine Papierbanderolle, sonst gibt es auch Plastik. Das tun wir auch weg. Ach, Überraschung, hier gibt es auch Plastik. So. Hier. Bedienungsanleitung. Das kann man ohne Schere auch machen. Dann vorsichtig die Seilpuppe aufmachen. In dem Fall noch dieses Klettbändchen ab. Jetzt legt ihr euch das Seil um den Arm, steckt den anderen Arm hier runter und fängt dann zu wickeln. Am besten auf einen Seilsack. Und wenn ihr noch einen Kletterkumpel dazu holt, der das Seil runterzieht, dann funktioniert das noch besser. Genau, dann haben wir das einmal durch. Jetzt am besten noch einmal mit der Hand durchziehen, komplett. Wenn ihr das mal gemacht habt, nehmt ihr eine Echse und hängt die Echse rein. Seil durch und nochmal das Seil durch die Echse durchziehen. Ihr müsst dann drauf schauen, wie euer Seil aussieht, ob es schon mehr oder weniger gerade ist oder nicht. Vielleicht macht ihr das ein paar Mal. Am besten, wenn ihr dann in der Halle seid, könnt ihr das Seil nochmal in den Umlenker hängen und vielleicht ein paar Minuten ausgestreckt hängen lassen, dass diese Verdrehungen da rausgehen. Wir machen das nochmal. Unser Seil sieht jetzt schon gut aus. Es krangelt nicht. Super. Aber das merkt man natürlich erst, wenn man dann damit unterwegs ist. Okay. Ja. Ready to go.